einer neuen Runde in unserem Adventskalender. Heute habe ich einen Gast, den Khaled. Von dem weiß ich, dass er einige Monate in Schweden zugebracht hat. Und am besten stellst du dich auch nochmal kurz vor und erzählst, wie es dir in Schweden gefallen hat. Hallo, ich bin der Khaled. Ja, stimmt, ich war ein paar Monate in Schweden, in Göteborg, und das ist in Südschweden. Ja, da war es ganz schön, das Meer, die Felder und die Leute. Das klingt schon mal spannend. Ich habe auch gehört, dass die Schweden Weihnachten ganz anders da feiern wie wir hier in Deutschland. Es gibt eine Heilige aus Sizilien, die Santa Lucia, die in Schweden eine besondere Verehrung gefunden hat. Dass das in dem Glauben begründet ist, dass sie die schwedische Bevölkerung vor einer Hungerskatastrophe bewahrt hat. Khaled, du als alter Schwedenkenner, wie finden denn die Feierlichkeiten zu Weihnachten in Schweden statt? Die Santa Lucia Feiern haben zwar grundsätzlich nichts mit Weihnachten zu tun, aufgrund des Datums 13. Dezember. Es ist natürlich trotzdem in die Advents- und Weihnachtsfeierlichkeit eingebunden. Okay, Khaled, was wird denn da genau gemacht? Welche Funktion übernehmen denn die Kinder? Also den Kindern kommt eine besondere Rolle zu. In Gedanken an die hilfreichen Taten der Heiligen bringen die Kinder morgens ihren Eltern Speisen ans Bett. Der ältesten Tochter fällt dabei die Rolle der Santa Lucia zu. Sie ist weiß gekleidet mit einem roten Seidenband um die Hüften und trägt einen Kranz mit brennenden Kerzen auf dem Kopf. Die Herstellung dieses Kranzes und spezieller Speisen, zum Beispiel von Süßigkeiten, ist das Besondere an der Zeremonie. Zum Beispiel gibt es am 13. Dezember zahllose Feiern und Aktivitäten in ganz Schweden. Stimmt, von diesen habe ich gehört. Da gibt es von Santa Lucia angeführte Prozessionen, das heißt also weiß gekleidete Mädchen mit Lametta im Haar und ebenfalls weiß gekleidete Jungen mit einem sterneverzierten Hut, die führen die Prozessionen an. Und was ich auch mal gesehen habe in einer Doku, es gibt eine offizielle Parade in Stockholm, aber auch in Schulen, Firmen und Lokalen werden entsprechende Feierlichkeiten abgehalten. Okay, Khaled, aber wie wird denn jetzt wirklich Weihnachten, also der 24. Dezember, in Schweden verbracht? Die Feierlichkeiten beginnen am Nachmittag etwa um 15 Uhr, wenn es schon dunkel wird. Das Ansehen von weihnachtlicher Donald Duck-Filmen als unerlässlicher Start in die Feiern festgesetzt. Alle Straßen sind zu dieser Zeitpunkt leer gefegt. Auch die Geschenke gibt es schon frühzeitig. Sie werden von Jules Tomte gebracht. Das heißt also, während man fast überall sonst die 12 Weihnachtstage, also das heißt vom 25. Dezember bis 6. Jänner zelebriert, sind es in Schweden die 20 Tage. Diese Anordnung wurde von König Knut Ende des 11. Jahrhunderts getroffen. Der letzte Weihnachtstag, also der 13. Jänner, bei uns wird es der 13. Januar sein, trägt seinen Namen deshalb Sankt Knutstag. Welcher Brauchtum ist denn da so besonders in Schweden? Die Schweden sind ein wenig abergläubig. Am 13. Jänner, also Januar, werden die Weihnachtsbäume entschmückt, kurzhand aus dem Fenster geworfen. Das hat was mit der Geschichte zu tun, dass sie denken, dass der Himmel ihnen auf den Kopf fallen könnte. Herzlichen Dank an dich, Khaled, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie Weihnachten in Schweden zelebriert wird. Und dann hören wir voneinander. Gern geschehen. Ich wünsche euch noch eine fröhliche Weihnachtszeit.